Mein Name ist Julian Ratschen und ich werde Ihnen heute zeigen, wie man eine Luftwechselmessung mit dem Set von Pressatec macht. Das hier ist das Luftwechselmessungsset, bestehend aus dem Formblatt zur Luftwechselmessung sowie einer Bedienungsanleitung. Und hinzu kommen eine Spritze mit einem Tracergas enthalten und 5 Spritzen zur Probenahme. Nachdem Sie in Ihren Räumlichkeiten die Voraussetzungen geschaffen haben, die Sie gerne hätten, das heißt Fenster zu oder auf oder die Lüftungsanlage an oder aus, wenn Sie dies alles beachtet haben, können Sie anfangen, das Tracergas in der Wohnung gleichmäßig zu verteilen. Und dieses geht wie folgt. Einfach den Stöpsel von der Spritze abnehmen und anfangen, mit gleichmäßigem Druck das Tracergas in der kompletten Wohnung zu verteilen und zu versuchen, möglichst überall gleichmäßig das Tracergas zu verteilen. Nachdem Sie nun fertig sind mit dem Verteilen des Tracergases, sollten Sie 5 bis 10 Minuten warten, damit sich das Tracergas gleichmäßig verteilt. Und diesen Vorgang können wir unterstützen, indem wir einfach mit einem Clipboard oder irgendetwas anderem die Luft nochmal richtig miteinander verwirbeln, damit sich alles schön verteilt. Jetzt ist das Tracergas gut verteilt und wir können anfangen mit der ersten Probenahme. Hierzu nehmen Sie eine der leeren Spritzen, nehmen den Stöpsel weg und laufen durch die Wohnung und ziehen dabei die Spritze gleichmäßig auf. Sollte die Luftdurchmischung einmal nicht so gut gelungen sein, dann zum Beispiel in Industriehallen und großen Kirchen passieren, so haben Sie durch diese Art der Probenahme eine durchschnittliche Luftkonzentration oder Gemischkonzentration erhalten. Nun, wenn Sie die erste Probeentnahme entnommen haben, füllen Sie das Label aus und können dann in einem kurzen Abstand mit der zweiten Probeentnahme beginnen. Wenn Sie alle Proben entnommen haben, packen Sie alles wieder in dieses Paket ein und schicken es zu Tracertec zurück. Und Sie werden in kürzester Zeit Ihre Ergebnisse erhalten. Wir haben jetzt mit dem Basisset von Tracertec eine Luftwechselmessung bei geschlossenen Fenstern und ausgeschalteter Klimaanlage durchgeführt. Mit dem Kombiset von Tracertec sind wir nun in der Lage, direkt im Anschluss eine zweite Luftwechselmessung durchzuführen. Nun, in diesem Beispiel wird uns interessieren, wie denn der Luftwechsel ist bei offenen Fenstern. Hierzu möchte ich diesen Zustand herstellen und mache einfach 2 Fenster auf Kipp. Nun müssen wir wie beim Basisset etwas warten, bis die Luft sich wieder vermischt hat. Diesen Vorgang kann man wieder unterstützen, indem man einfach die Luft wieder etwas vermischt. Und nun können wir wieder wie bei Basisset anfangen, die erste Probe zu nehmen. Dafür nehmen wir den Stöpsel wieder von der Spritze ab und laufen wieder durch den Raum und nehmen gleichmäßig Luft in der Spritze auf. Nun tragen wir die Zeiten wieder auf dem Formblatt ein und können dann mit der zweiten Probenahme beginnen. Der Unterschied zwischen dem Kombiset und dem Basisset liegt nicht im Ergebnis, sondern lediglich im Preisunterschied. Das Kombiset ist preiswerter. Vielen Dank.